1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind jetzt am Anfang ein bisschen unter uns im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival. Und das WDR Fernsehen schaltet sich dann ungefähr in 10 Minuten drauf. Wir haben Freitag. Freitag ist wie immer bei uns eine freie und offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht ist die Rosa. Und Rosa ist 28. Guten Morgen, Rosa. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist voll cool. Macht gar nichts. Ja. Das vergeht ganz schnell. Ja. Wir fangen mal einfach irgendwie an. Irgendwo an. Sag mal ein Stichwort. Mein Herz schlägt mir zum Herzen. Also es geht um meine Mutter. Mhm. Um das Verhältnis zu meiner Mutter. Wie ist das Verhältnis denn zu deiner Mutter? Ja, nicht gut. Immer schon gewesen? Ja. Und im Moment besonders schlecht? Ja, also ist es so, wir sind drei Geschwister. Ja. Meine Mutter war die meiste Zeit alleinerziehend. Ja. Ich bin die Älteste. Mhm. Und ich war auch die Einzige, die sie immer geprügelt hat und geschlagen hat. Sie hat dich geprügelt? Ja, sie mich. Sie dich, ja. Ja. Warum nur dich? Weiß ich bis heute nicht. Hm. Hat sie dich... Sie war auch jung, wo sie mich gekriegt hat. Und eigentlich, normal sollte ich auch gar nicht da sein, weil ich sollte eigentlich abgetrieben werden. Hat sie dir das gesagt? Ja. Das ist ja auch nicht schön zu hören. Ja. Also sie hat es mir praktisch mal hinter, oder sie hat es mir immer gesagt, also dass ich nicht gewollt war und auch von meiner... Also sie war ganz, ganz, ganz klar den anderen Geschwistern gegenüber viel herzlicher, zärtlicher, inniger als dir. Ja, also sie hat mich geschlagen mit Ledergürteln, mit Bügeln, mit Kochlöffeln. Und die anderen gar nicht? Nein. Bis zu welchem Alter hat sie dich geschlagen? Ach ja, bis ich 17 war. Bis du 17 warst? Ja, ich habe auch nichts groß an Kindheit oder Jugend gehabt. Ich musste auch viel im Haushalt machen und alles. Ja. Du bist heute 28. Wie sieht das Verhältnis denn jetzt so ganz aktuell aus? Ich hatte 5, 6 Jahre keinen Kontakt mit ihr. Jahre? 5, 6 Jahre? Ja, Jahre. Mhm. Und zwischenzeitlich war auch immer Kontakt da, Kontakt abgebrochen. Aber die 5, 6 Jahre, das war das Längste. Mhm. Und ja, dann jetzt so seit einem halben Jahr hatte ich mehr Kontakt mit ihr. Also seit Anfang des Jahres letztes Jahr. Ja, und jetzt so seit ein paar Monaten ist das wieder weggebrochen und so. Und man... Dieser Kontakt, wie war der Kontakt wieder in die Gänge gekommen? Durch dich oder durch sie? Durch sie, aber auch durch meine Schwester. Ach, also, die wollten ein bisschen vermitteln. Ja, es ging. Ja. Ne, da wir auch im selben Ort wohnen und so. Und jetzt ist es wieder abgebrochen. Warum ist es abgebrochen? Ja, weil ich habe am Anfang auf gut Deutsch gesagt, wenn ich das sagen darf, mir den Arsch aufgerissen und so. Mhm. Und es ist immer dasselbe so. Dann hinterher irgendwann kommt dann so, weil das dann nicht so geht, wie sie das alles haben möchte. Dann ich bin egoistisch und ich denke nur an mich und hast du nicht gesehen. Und ja, ich kriege immer nur Vorwürfe, Vorhaltungen. Ist sie denn jetzt auch immer noch aggressiv dir gegenüber? Verhält sie sich aggressiv? Niemals. Heute will sie es nicht tun, nein. Mhm. Na ja, gut, dass sie sich jetzt nicht mehr schlägt, ist mir klar. Aber das könnte ja auch so verbal aggressiv sein. Ja, doch, ja klar. Das schon? Sicher, sicher. Mhm. Ich sag ja, der Kontakt ist da abgebrochen. Mhm. Wo dann, das war dann mal so ein Telefonat. So, das heißt, da schlägst du dich dein ganzes Leben quasi mit rum, mit dieser kaputten Mutter-Tochter-Beziehung? Ich bin mittlerweile an so einem Punkt, ich hätte auch gestern zu dem Thema anrufen können oder so, ich bin... Ausgebrannt. Psychisch, ich bin fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich da noch machen soll, weil es... Welches Verhältnis oder was für ein Verhältnis hast du zu deinen Geschwistern? Also zu der Jüngsten habe ich gar keins, obwohl das früher sehr gut gewesen war, sehr eng und innig. Mhm. Durch diesen Kontaktabbruch, da ist gar nichts mehr. Mhm.
Und ansonsten hatte ich, ja, zu meiner mittleren Schwester. Aber im Endeffekt ist es so, die drei klucken immer zusammen, ja, und ich bin immer... Was sagt denn die mittlere Schwester zu dem ganzen Desaster? Gar nichts. Gar nichts. Das heißt, die lassen dich da auch ganz alleine. Und, ja. Was ist mit deinem Vater? Ja, mein Vater, mit dem habe ich Kontakt, wo ich von zu Hause weg bin, raus bin. Mhm. Aber das ist auch nicht gut. Der hat mir auch gesagt, dass ich nicht gewollt war. Mhm. Oh. Ich hatte ihn dann mal persönlich drauf angesprochen und ich habe zwar Kontakt, aber im Endeffekt ist es nur wie Pflichterfüllung. Mhm. Auf jeden Fall, dein Wunsch wäre schon, einen besseren Kontakt zu deiner Mutter zu finden. Nein, will ich nicht mehr. Willst du nicht mehr? Nein, es bringt nichts. Mhm. Weil ich habe das gemerkt nach den 5-6 Jahren und ich habe es nochmal versucht und ich habe mir Mühe gegeben, dies und das. Und das heißt, du müsstest wieder in den Arsch getreten, so gesagt. Ja, das heißt, du müsstest dann für dich so eine Strategie entwickeln, dass du dich wirklich von der Mutter verabschieden kannst. Ja, aber mein Problem ist ja jetzt so, man hat ja jetzt in der Zwischenzeit so, man telefoniert mal oder man sieht sich mal und dann redet man und so und ich verarsche mich eigentlich jedes Mal selber, weil immer so getan wird, als ob nichts wäre. Ach so, haben auch nur nie irgendeine Aussprache oder so. Ich habe sie schon öfters mal so angedeutet, versucht oder so, aber sie geht da nie drauf ein, gar nichts. Und mein Problem ist jetzt noch, sie ist auch krank. Ja, und sie wird jetzt nächste Woche operiert, weil sie einen Tumor hat. Und ja, das dauert dann auch, also die OP ist nicht ganz risikolos, weil sie auch am Herzen krank ist. Also Rosa, in dem Fall würde ich dir wirklich raten, natürlich, es musst du abwarten, dass die Mutter sich dann wieder einigermaßen oder richtig erholt. Wenn du so ein Bedürfnis da hast, doch nochmal zu reden. Ich habe doch oft genug. Ja, dann würde ich es auch nochmal, und mit aller Vehemenz versuchen. Wenn du es wirklich mit allen Kräften versucht hast und es kommt dann immer noch nichts, dann kannst du nichts mehr machen. Aber dann kannst du dir nicht später mal vorwerfen, wenn deine Mutter mal nicht mehr leben sollte irgendwann, dass du sagst, ich hätte das und das noch tun sollen. Also ich kann das jetzt nicht ermessen, wie oft das schon gescheitert ist. Das ist auch eine sehr langwierige Geschichte und überhaupt, da sind noch so viele andere Sachen und alles, aber ja, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich mich verhalten soll oder so. Also auch jetzt, weil sie hat mich ja angerufen und mir das gesagt. Mit der Erkrankung oder was? Ja, und jetzt werden wieder Erwartungen an mich gesetzt. Wirst du sie im Krankenhaus besuchen? Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eher so, ich will es nicht. Ich bin so, ich schiebe das alles weg von mir. Damit vielleicht, weiß ich nicht, mich das nicht mehr, ja, ich lasse es nicht mehr an mich ran. Aber ich kenne mich selber und ich habe auch Angst davor, irgendwann kommt das alles und... Ich glaube ja, das ist so vertrackt und da ist wahrscheinlich so viel im Hintergrund, was du gerade auch angedeutet hast. Ja. Dass wir das mit einer klugen Entscheidung jetzt gar nicht bewältigen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du dich und dann wahrscheinlich auch langfristig mit einem Therapeuten über deine Mutterbeziehung auseinandersetzen musst. Ja, ich habe schon öfters daran gedacht und... Und vielleicht auch gemeinsam dann zu einer Entscheidung zu kommen, wie du dich weiter verhältst. Denn so, ich sag's jetzt mal ein bisschen, ich meine es nicht böse, so wurstelst du da so vor dich hin und es ist für dich unbefriedigend. Ne? Und belastet mich mein Und es belastet dich sogar, genau. Es belastet dich mein ganzes Leben schon. Also Also wärst du denn zu so einer Sache, würdest du es machen? Ja, ich glaube, so langsam komme ich da halt so an den Punkt, wo ich mir sage, dass es besser ist. Meine Psychologin hat jetzt mitgehört. Und die könnte dir vielleicht mal erklären, wie das in so einer Therapie, gerade wenn es auch um eine solche Thematik geht, wie das da abgeht. Vielleicht wäre das für dich ganz interessant, dir das erstmal anzuhören und auch von ihr ein paar Tipps zu bekommen, wie du es dann anstellen solltest, wenn du dich dazu entscheiden möchtest. Ja? Ich glaube, so intuitiv würde ich jetzt sagen, ja, mach das. Du trittst da auf der Stelle im Moment, wie du, oder schon seit Jahren wahrscheinlich. Ja. Ja? Ja. Rosa, dann legst du bitte auf. Ja. Und du wirst von uns zurückrufen, von Magdalena und alles Weitere, das könnt ihr beide dann besprechen. Okay. Ja? Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, jetzt haben wir 1:10 und jetzt machen wir eine kleine Pause und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dann auch dazu.
meine lieben Leute überall. Ich begrüße jetzt auch ganz herzlich die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Wir sind im WDR Fernsehen ein bisschen zu spät und bitten das zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio 1 Live und bei 1 Festival schon angefangen. Aber schön, dass ihr nun auch da seid. Nun kann es ja richtig losgehen. Wir haben wie immer Freitag eine freie und offene Themensendung. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Christoph. Und Christoph ist 52 Jahre alt. Guten Morgen, Christoph. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Hallo, und zwar, ich rufe an, meine Frau hat vor 13, oder meine Lebensgefährtin hat vor 13 Jahren eine Trigeminusnervverletzung gehabt. Ja? Mhm. Ihr wurde es bei einer Nasennebenhöhlenoperation, wurde ihr der Nerv verletzt. Das ist der Gesichtsnerv. Der Gesichtsnerv, ja. Genau. Ja. Und die hat ein Martyrium hinter sich, das kann man sich ja eigentlich vorstellen. Also Schmerzen, das ist also das Schlimmste, was du an Kopfschmerzen haben kannst, ist der Trigeminusschmerz. Mhm. Ja. Also das bemerkt man dann durch starke Kopfschmerzen oder gibt es auch Gesichtslähmungen oder sowas? Ja, das kann auch Lähmungen sein. Also die hat also alles durchgemacht, was in puncto Schmerz irgendwie zu erleben ist, hat die erlebt. Ja. Wusste man denn damals direkt, was da passiert war? Nein, das wusste man nicht. Wusste man nicht. Die hatte also auch ein Martyrium bei den Ärzten. Man hat ihr zum Teil unterstellt, dass sie das simuliert und dass sie da irgendwelche Schau veranstaltet. Mhm. Ne? Und dann hat man also ihr mit allen möglichen Teilen versucht, das Ding irgendwie zu ummandeln und was weiß ich alles. Ne? Hm. Ich meine, ich kenne sie ja, meine Lebensgefährtin erst seit 8 Jahren. Ja? Hm. Und so, das Ganze ich habe sie also krank kennengelernt. Ja? Hm. So, das Ganze ist vor 13 Jahren passiert. Genau. Hält die Leidensgeschichte bis heute an? Die ist bis heute so, ja. Es wurde ja dann also vor 9 Jahren eine Elektrode in den Schädel eingesetzt. Mhm. Und das ist wie eine Art Herzschrittmacher, ja, der also im Grunde genommen das Gleiche tut wie ein Herzschrittmacher, nur halt im Schädel den, ja, Nerv stimulieren, ja, und so den Schmerz eigentlich lindern. Ja. Hilft das? Das hat geholfen bis Anfang des Jahres. Ja. Und dann ist also so, dass dieser, das hat unser Hausarzt erklärt, es kann sein, dass dieser Schrittmacher der Nerv, der eigentlich funktioniert, aber der Körper eigentlich den Impuls nicht mehr annimmt. Ja. Mhm, mh. Das ist also, wenn einer einen Herzschrittmacher hat und hat diesen Impuls, dann stirbt der gute Mensch. Ja. Mhm. Nur, kann man denn da jetzt nichts machen? Kann man ja, jetzt erzähle ich, was jetzt passiert. Mhm. Und dann hat natürlich die Medizin bleibt ja nicht stehen. Und zwar hat man jetzt von einer Seeschnecke, also sie hört sich jetzt alles ein bisschen kurios an. Was? Von einer Seeschnecke? Ja, also die Kegelschnecke in den südpazifischen Meeren, ja, ja, die entwickelt ein Gift, um die Beute zu erlegen. Mhm. Ja, die schießt also das Ding halt raus und erlegt so ihre Nahrung. Ja. Mhm. Und das Medikament, das hat man jetzt chemisch weiterentwickelt und, ja, hat also tatsächlich das Ding also chemisch hergestellt und hat dieses Medikament ist jetzt in Deutschland zulässig. Ja. Ja, und? Und das hat sie jetzt, meine Frau, weil ich komme ja aus Süddeutschland, ja, ja. Meine Lebensgefährtin ist im Moment in der Klinik in Dortmund, ja, und da wird dieses Mittel angewendet. Und, ach, also ein Gift von einer Schnecke, einer Seeschnecke. Ja, also gut. Das ist ja, ja verrückt. Ja, ja. Ja, so, und jetzt wird das wird jetzt damit wird sie behandelt. Da wird sie im Moment behandelt und sie hat also, das muss also mit minimalsten Dosen muss das hochgesteigert werden, weil also da also die tollsten Sachen schon dabei rauskommen. Ne? Sie, ja, wird also jetzt jeden Tag mit 0,1 Einheiten erhöht. Ja, merkt sie denn schon eine gewisse Besserung? Ja, das Problem ist ja, sie muss ja, um überhaupt einigermaßen leben zu können, muss sie ja starke Morphiumdosen nehmen. Ja? Mhm. Das ist also, weil die Schmerzen sonst zu unerträglich sind. Ja, also bei, mhm, uns ist das ja, wir sind also ein reines Morphiumlager. Mhm. Ja? Und das ist also schon Wahnsinn. Ja? Und, aber das Erfreuliche an der Sache ist, es sind keinerlei Nebenwirkungen dieses Giftes quasi, ja. Ja, aber und hat es denn Morphium wird täglich
auch runtergesetzt. Also das heißt, der Schmerz ist zwar noch da, aber es ist trotzdem irgendwo ein Erfolg. Ja. Also das heißt, dieses Gift von der Schnecke hat wirklich eine gewisse Wirkung. Ja, also und wenn das vielleicht jetzt noch genauer dosiert wird demnächst, könnte es sein, dass deine Lebensgefährtin ihren Schmerz los ist und das Morphium nicht mehr nehmen muss. Genau. Das ist ja sensationell. Und es ist ja so, dass also sie hat so eine Art Pumpe, haben sie ihr angeschlossen ans Rückenmark und dieses Gift wird übers Rückenmark eingespeist. Natürlich habe ich das noch nie gehört. Wie auch? Das ist wahrscheinlich etwas ganz Ungewöhnliches. Sensationell. Und ich habe also über eure Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, wenn du da in die Suchmaschine gehst, Heilkraft des Meeres oder Schneckengift und NDR, dann findest du da ein kleines Video über diese Sache. Dann gab es ja schon Berichte drüber. Aber das ist doch eine Sensation, wenn sie das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man 13 Jahre gelitten hat und unter solch hoher Morphiumdose steht, ist das ja toll. Ja, also es ist wahnsinnig und wir sind also voller Hoffnung, du kannst dir ja vorstellen, natürlich. Unsere Familie, klar. Wir sind eine Patchwork-Familie mit. Wir leiden ja im Grunde genommen auch mit dieser Frau. Ne? Ja, und es ist ja im Moment immer noch so eine Experimentierphase, so ganz. Obwohl alles schon ganz gut aussieht, aber so ganz perfekt weiß man es noch nicht. Ne? Nein, man weiß, aber es ist also so, früher hat man mit dem Gift schon, das scheint also schon länger bekannt zu sein in Amerika, aber man hat dann halt die volle Dosis geschossen, ne? Dann sind halt die Leute mit Lähmung getötet worden. Ne? Ja. Aber das ist also ganz vorsichtig, wird es dosiert und, und also ich sage, wenn ich täglich mit dir telefoniere, dazu sei froh, das Morphium geht jeden Tag etwas weniger natürlich. Und andere wird etwas mehr und der Schmerz ist der gleiche. Sei froh, das ist ein Erfolg. Natürlich. Sehr interessant. Ich würde dich sehr herzlich bitten, die besten Wünsche auszurichten. Deiner Lebensgefährtin. Ja. Und natürlich, ich und wir alle hier drücken die Daumen, dass es so weiterläuft und dass das ihr rettendes Medikament wird. Und wenn das der Hammer ist, melde ich mich wieder und gebe sehr gerne. Bescheid, wie das Ding ausgegangen. Ja, da würde ich dich wirklich drum bitten. Ja, das fände ich sehr interessant, lieber Chris. Also du bestellst die Grüße und alles Gute. Jürgen, mach weiter so. Die Sendung gefällt mir. Dankeschön, Christoph. Aus Süddeutschland. Na klar. Okay. Alles Gute. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. So, weiter geht es mit mir kommt gerade die Idee, vielleicht kann der eine oder andere von euch auch so etwas berichten, dass er vielleicht oder dass ihr vielleicht eine sehr schlimme, lange Erkrankung hattet und durch ein sehr ungewöhnliches Mittel, ein sehr ungewöhnliches Medikament, so wie es Christoph gerade erzählt hat, was man so in der Öffentlichkeit auch noch nicht kennt, von eurem Leiden befreit worden seid. Vielleicht meldet sich ja der eine oder andere und kann somit vielleicht auch anderen Betroffenen da etwas Hilfestellung leisten. Das wäre ganz interessant. 0800 220 50 50. Und weiter geht's mit dem Sebastian. Sebastian ist 21. Morgen, Sebastian. Genau. Hallo, Jürgen. Hallo, Sebastian. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe an und zwar aus dem Grund, dass, wo fange ich an? Dass meine Mama Magenkrebs hat. Mhm. Und sie es mir persönlich aber nicht sagen kann. Sie kann es dir nicht sagen? Nein. Seit wann hat deine Mama Magenkrebs? Also so wie es aussieht, so langsam sickert es bei mir durch seit 3 Wochen. Ach so, seit 3 Wochen weißt du es oder sie hat es seit, oder weiß also, man also, es? Also seit 3 Wochen, ich glaube, dass sie es seit 3 Wochen hat. Ja, und woher weißt du, dass sie es hat, wenn sie es dir nicht sagt? Sie spricht viel mit meinem Freund und auch mit meinen älteren Brüdern. Ich habe 5 ältere Brüder und eine kleine Schwester. Ja. Und er versucht mich wohl langsam darauf vorzubereiten und sie sagen mir auch alle, dass sie mir andauernd ein Zeichen gibt und fleißig dabei ist, mir irgendwie verständlich zu machen, dass sie wohl sehr krank ist. Jetzt lass mich nochmal fragen, sie spricht mit deinem Freund darüber? Ja, weil ich nicht mehr zu Hause wohne und er wohl mehr Zeit hat, um mich da langsam darauf vorzubereiten, um mir das mitzuteilen. Verstehe. Und sie spricht auch mit den anderen Geschwistern, mit dem größeren Bruder? Genau, richtig. Und die sagen auch, also anscheinend bist du fleißig dabei, all die Zeichen, die sie dir gibt, zu ignorieren. Also ich. Aber Sebastian, wie nochmal zu der Erkrankung, wie schlimm ist es denn? Also sie hat jetzt die 5. OP hinter sich, dass ihr Magengeschwüre entfernt wurden.
weil das medikamentös wohl nicht mehr behandelt werden kann. Mhm. Und nun hatte ich vor kurzem mit ihr gesprochen und hatte sie gefragt, weil sie wieder einen Termin hatte und sagte mir, dass sie jetzt Bestrahlung bekommt. Und darauf fragte ich sie natürlich, weil für mich heißt Bestrahlung, dann wird es wohl Krebs sein. Und das habe ich sie auch gefragt und sie hat mir nicht darauf geantwortet. Waren denn diese anderen Operationen vielleicht dann auch schon Krebsoperationen? Also sie hat immer gesagt, dass es nur die Magengeschwüre waren. Und die anderen, also deine Geschwister und dein Freund, wissen da auch nichts Näheres über die anderen Operationen? Nein, auch nicht. Also es ist jetzt schon so, dass unsere kleinste Schwester, die ist 13 und die lebt jetzt erstmal für ein halbes Jahr bei ihrem Vater. Ja. Weil meine Mama das so möchte. Sie möchte den ja ein halbes Jahr lang, dass sie halt sieht, wie das ist, wenn sie nicht bei ihr lebt. Weiß denn die kleinste Schwester auch schon Bescheid? Nein. Nein. Die weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich habe heute erst wieder mit ihr telefoniert und sie weiß auch nicht, warum sie da sein soll. Mhm. Aber sie hat es, ich frage es jetzt nochmal, ganz klar deinem Freund und deinem großen Bruder gesagt, ich habe Krebs. Ich habe Magenkrebs. Richtig, genau. Mhm. Und das Schlimmste für mich eigentlich ist, was sie uns jetzt vor kurzem gesagt hat, da hat sie, das war mir auch ein bisschen komisch, das macht sie eigentlich selten, nur bei besonderen Anlässen, dass sie all ihre Kinder mit Partnern und Enkelkindern einlädt. Das hat sie jetzt neulich gemacht zum Essen, da waren alle da und da hat sie uns mitgeteilt, dass sie Weihnachten mit uns nicht feiern möchte, was sonst immer so war, dass wir jedes Jahr zusammen Weihnachten gefeiert haben. Das hat sie euch in der großen Runde mitgeteilt? Richtig, und genau. Und hat halt niemand gesagt, warum nicht? Also ich war wohl der Einzige, der das nicht so einfach akzeptieren konnte und alle anderen, für die, ja, das zeigt mir halt wieder, dass die schon Bescheid wissen. Mhm. So, jetzt hast du deine Mutter auch mehr oder weniger darauf angesprochen und sie hat nicht geantwortet. Richtig, genau. Sie hat, wie erklärst du dir das? Warum ist sie bei dir, gerade bei dir, so zurückhaltend? Also ich kann es mir nur so vorstellen, da ich, ja, mein Partner und ich halt selbst schon ziemlich viele gesundheitliche Rückschläge hatten. Mir hat man im letzten Jahr im Sommer die Diagnose MS gestellt. Dir? Mir, genau. Daraufhin wurde ich halt ja von rechts auf links gezogen und endliche Untersuchungen über mich ergehen lassen. Mhm. Und ein halbes Jahr später hat sich halt herausgestellt, dass dieser Arzt eine Fehldiagnose gestellt hat. Ach Gott, oh Gott. Und du hast es nicht? Ich habe mich, also das halbe Jahr, das war schrecklich. Ich habe mich also schon, ich war wirklich schon kurz davor zu sagen, ja, das ist so. Ja. Ich habe mich dran gewöhnt. Aber du bist gesund. An die Situation, genau. Und dann sagt man mir, nee, Pustekuchen, ist es doch nicht. Ne? Das heißt, kann es sein, dass du denkst, deine Mutter will dir das nicht zumuten und will dich schonen? Richtig, weil ich selber erst jetzt im Juni war ich auf Reha für 3 Wochen, weil ich halt gesundheitlich überhaupt nicht mehr konnte. Ich hatte mit 21 einen Bandscheibenvorfall. Davor hat man diese Lumbalpunktion, durch die man halt feststellen kann, ob es jetzt nun das MS ist, ob wirklich Entzündung auch in halt durch das Nervenwasser, was aus dem Rückenmark gezogen wird. Und da ist auch was schief gelaufen. Dadurch konnte ich mich nicht mehr wirklich viel bewegen und die Muskulatur hat auch nachgelassen. Und dann kam mal dieser Bandscheibenvorfall. Du lieber Himmel, also der Bandscheibenvorfall ist natürlich schmerzlich, aber das ist natürlich harmlos gegenüber der ersten Diagnose. Definitiv, du hast kein MS. Richtig, genau. Definitiv. Und ich, so. Vielleicht will sie mich da irgendwie schützen, dass für mich nicht wieder so viel zusammenbricht, aber wann... Aber im Moment, finde ich, ist die Situation ja schon sehr bizarr. Sie sagt es deinem Freund, sie sagt es deinen Geschwistern oder deinem großen Bruder. Damit ist es ja klar, dass du es weißt. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, Sebastian, dass ihr die Situation für euch alle entspannt und etwas entlastet, wenn du bist ein 21-jähriger junger Mann, wenn du zu deiner Mutter gehst und sagst, pass mal auf, Mama, ich weiß Bescheid. Der so und so, wir haben drüber gesprochen. Ich weiß, dass du krebserkrankt bist. Lass uns da offen drüber sprechen. Das ist für mich besser und es ist für dich auch besser, als wenn wir so ein Versteckspiel. Habe ich am Telefon, als ich sie fragte, was jetzt nun ist und sie mir sagte, dass sie bestrahlt, habe ich auch zu ihr gesagt, weißt du, für mich ist es wesentlich einfacher, wenn du es mir klipp und klar sagst, auch wenn es hart ist. Aber so ist das, das ist ja die Realität dann. Dann kann ich wenigstens anfangen. Aber da hat sie geschwiegen. Das zu verarbeiten. Und da ist sie nicht drauf eingegangen. Sie möchte halt nicht, dass ich brauche mir keinen Kopf machen, sagt sie. Ja, aber den machst du dir ja sowieso jetzt schon.
Und das kannst genau. Und so musst du ihr das ja auch klar machen. Ich würde so ein Gespräch, das ist so ein intimes und wichtiges Gespräch, auch nicht am Telefon führen. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich habe dieses Jahr, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich dabei bin, einen Menschen zu verlieren. Mhm. Wir haben dieses Jahr beide Omas verloren. Mhm. Die eine an Krebs, die andere ist halt an Altersschwäche gestorben. Mhm. Und nun wieder ich. Mhm. Aber weißt du, es ist noch viel, viel schlimmer, wenn man nicht weiß, woran man ist. Und wenn man so im Nebel stochert. Die Situation ist schlimm genug. Die kann gar nicht schlimmer sein. Aber deswegen habe ich auch, tat mir das Gespräch auch leid mit der ersten Anruferin, dass die so viel Stress mit ihrer Mutter hat, das ja, tat aber, mir ganz schön weh. Aber dennoch finde ich, dass es für euch, glaube ich, für alle das Erträglichste ist, wenn du ihr auch das so zeigst, dass das für dich, da du es jetzt sowieso weißt, dass du besser damit umgehen kannst, wenn ihr offen miteinander sprecht. Und so wird es ja auch sein. Ich glaube, dass du sie da überzeugen kannst, wenn du sagst, ich kann damit besser umgehen. Das ist alles schwer und schlimm genug. Aber wenn wir schweigen oder um das Thema herum uns bewegen, ist ja niemandem geholfen damit. Du weißt es ja. Ich hatte auch, als die ganze Familie da war und sie uns sagte, dass sie Weihnachten nicht mit uns feiern möchte, dass ich das halt nicht verstehen kann. Und dann kam halt von den älteren Brüdern, naja, die einzige Person, die verstanden werden muss, ist unsere Mutter und nicht wir Einzelnen. Ja, schon. Aber ich finde die Situation bedrückend, wie du sie mir schilderst. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass es für sie auch eine Erleichterung wäre, wenn sie offen sprechen kann mit euch. Oder mit dir. Ja, das würde ich mir wünschen, ja. Was ist mit dem Vater? Die sind getrennt, schon lange nicht mehr zusammen. Ja. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mama ist 50 geworden dieses Jahr. Lieber Sebastian, ich würde dir das so raten, dass du wirklich, aber wirklich dann von Gesicht zu Gesicht, nicht am Telefon, das Gespräch bald suchst mit deiner Mutter. Ja. Ich glaube, dass das richtig ist und ich bin ziemlich sicher, dass es gut ist. Ich wünsche es mir, ja. Und du hast ja ein Umfeld, das dich auch auffängt. Du hast deinen Freund, du hast die Geschwister. Du stehst ja auch nicht ganz alleine dann da. Obwohl, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass es ein schlimmes Jahr für dich war. Das ist mir ja schon klar. Es ist das Ganze drum und dran. Also ich bin auch schon kurz davor, mir Hilfe zu suchen, weil mit meinem Partner kann ich auch nicht über alles sprechen, weil er auch ziemlich krank ist. Und ja, das ist ja, also wenn du von dir aus schon das Gefühl hast, ich schaffe das alleine nicht, finde ich das auch ganz legitim und richtig, sich von außen Hilfe zu holen. Ja. Da könnte ich dir jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die dir auch noch einige Informationen geben kann, wo und wie du dir Hilfe holen kannst. Ja, okay. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, Sebastian, und du wirst von Magdalena angerufen. Ich wünsche für deine Familie, für deine Mutter vor allen Dingen von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft. Dankeschön. Ja. Tschüss, Sebastian, du wirst jetzt angerufen von uns. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier live, bei 1 live und im WDR-Fernsehen und bei 1 Festival, dann meldet euch. Ich bin verbunden jetzt mit dem Hans Christoph. Und Hans Christoph ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Hans Christoph. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, es geht nochmal um einen kleinen Nachtrag zu dem Thema gestern. War ja gestern das Thema, ich bin ausgebrannt. Ja. Ich habe dann auch mit, doch nach einigen Beiträgen auch mit Begeisterung wahrgenommen, der Herr, der Regisseur und Produzent war. Mhm. Und jetzt selbst da als ein Stück weit jemand in einer Einrichtung arbeitet, der das weitergibt, was er gelernt hat. In der Klinik, ja. Genau. Mhm. Ja, wollte ich mal zu sagen, was mir aber auf jeden Fall wichtig war, um da auch ein bisschen was Positives reinzubringen. Also ich hatte dieses berühmte Burnout-Syndrom auf jeden Fall selbst. Du hattest es selbst. Was hast du denn vorher, was hast du beruflich gemacht? Ja, das ist der klassische Fall, also das ist im Bereich des Marketings, beziehungsweise im Vertrieb und leitende Funktion. Also Manager auf relativ hohem Posten. Ganz genau. Mhm. Also ja, sagen wir mal mittlere eher. Na gut, ja. Ja. Das war eigentlich mal mein Traum gewesen, nach der langweiligen kaufmännischen Ausbildung. Also irgendwann wollte ich dann mal in die Welt der Reichen und Schönen, sagen wir mal so. Ja, ja. Und ich wusste aber eigentlich damals, also wenn ich jetzt ganz weit zurückgreife, um es kurz zu machen, dass das eigentlich nie so ganz meine Welt war. Ach, das wusstest du von Anfang an? Das war irgendwie so, ich habe mein Studium damals abgeschlossen, es hat auch tierisch viel Spaß gemacht. Ja. Und irgendwie so gesagt, am Ende ganz heimlich für mich selbst,
Jetzt nichts gegen Prominente oder sonst was, es sind auch ganz, ganz liebe Leute dabei, aber irgendwo haben die alle einen Knall. Also irgendwo so ganz oft möchte ich mit denen nicht arbeiten müssen. Na gut, reden wir nicht über andere Leute, reden wir über dich weiter. Wie lange hast du denn dann in dieser Stressposition gearbeitet? Ich kann jetzt sagen, ungefähr 98, 99, das ging dann ungefähr bis 2003. Ja. Da war ich dann in der leitenden Position, auch für Messen verantwortlich, für Ausstellungen, für verschiedene Veranstaltungen. Ja. Und habe ich ja kurz die Kollegen schon erzählt gestern. Also ich bin jetzt gerade so bei 5 Jahren. 5 Jahre bist du. Ganz genau. Mhm. Was ist dann passiert? Und wichtig ist aber an der Stelle, ich habe auch mit meinem Körper bzw. meiner Zeit Schindluder getrieben, insofern, dass ich halt eben ständig unterwegs war, 24 Stunden um die Uhr, ja. 7 Tage die Woche. Ja. Es hatte aber, wie gesagt, in dem Fall nichts, das war einfach so, ich habe also mit Alkohol leider noch nie die großen Verträge gehabt. Ja. Das Einzige, was ich nebenbei schlafe, habe ich rauche. Ja. Also du hast hier in Wahnsinn gearbeitet und warst immer unterwegs. Ganz genau. Und es hat auch Spaß gemacht und man wollte alles richtig machen. Dann kam die Familie dazu. Ach, es gab auch eine Familie, die aber dann dich nicht oft gesehen hat. So ist es. Mhm. Und da wollte man dann auch alles richtig machen, um besser zu sein, weil man nicht so oft da war und so weiter. Und gerade was mir da wichtig war jetzt im Endeffekt ist, dieses Burnout-Syndrom, es ist nicht so, dass man das einfach irgendwie merkt oder daran merkt, dass man Stress hat. Mhm. Ich kann also aus heutiger Sicht aktuell sagen, ich habe heute auch Stress. Mhm. Also eigentlich jede Menge. Mhm. Also es ist ja auch nicht dieser Positiv-Negativ-Stress, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass ich so sehr in die andere Welt reingelebt habe und etwas anderes sein wollte, ja. dass ich das gar nicht gemerkt habe, wie sich das von hinten angeschlichen hat. Ja. Gab es dann einen richtigen Zusammenbruch oder ein Vorkommnis? Ja, und das Tolle daran, oder besser gesagt, das, was mir heute noch sehr, sehr peinlich ist, auch wenn mich immer der jeder beruhigt und sagt, das war kein Problem, es ist bei einem Meeting passiert, da ging so eine große Veranstaltung, ja. waren 2 bzw. 3 große Firmen, Konzerne am Tisch. Ja. Wir hatten alles soweit vorbereitet. Der Zuschlag war kurz davor. Mhm. Es wollte sich jemand verabschieden. Ich stehe kurz auf, so höflichkeitsmäßig und gebe ihm die Hand. Mhm. Will mich wieder hinsetzen und merke in dem Moment, jetzt ist irgendwas passiert im Kopf. Mhm. Also bei mir, als hätte mir ein Blitzschlag in den Kopf getroffen. Mhm. Habe auf dem linken Auge nichts mehr gesehen. Mhm. Rechts plötzlich liefen also nur noch die Bilder durch, sodass ich mir sofort die Augen zuhalten musste. Das war unerträglich. Ja. Und dann ist das Peinlichste passiert, was überhaupt passieren kann. Das ist immer so eine Sache, ob man das überhaupt erzählt. Ich habe mich dann vor allem am großen Tisch übergeben. Und das war natürlich, das hat mir den Zusammenbruch sozusagen sofort beschert. Ich bin dann auch also auf den Stuhl gefallen. Ja. Alle aber sehr besorgt sofort, also wirklich sich riesig gekümmert, Krankenhaus angerufen, mich dann abtransportiert. Also klarer und eindeutiger kann der Körper sich ja gar nicht mehr zur Wehr setzen. Ne? Richtig. Also das ist ja fast eine große Symbolik, dass du dich übergibst vor deiner Arbeit. So ungefähr. Da, was du da geleistet hast, da kann ich drauf, ne? Gut, muss dazu sagen, jetzt, um es kurz zu machen, es hatte sich zwischenzeitlich natürlich irgendwo in meinem Hirn festgesetzt, dass zu Hause nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Mhm. Ich wollte immer alles schön machen, alles gut machen. Mhm. Ich muss da jetzt noch meine Ex-Frau aus dem Schutz nehmen. Das heißt, ich habe sie wahrscheinlich auch völlig überfordert mit irgendwelchen kurzen und spontanen Trips und so weiter und so fort, dass ich mal jetzt reisen. Lass mich doch, entschuldigen, mal, mach nochmal weiter fragen. Jetzt hast du diesen wahnsinnigen Zusammenbruch da gehabt. Ja. Bist ins Krankenhaus gekommen. Ja. Hast du direkt danach die Konsequenz gezogen oder musstest du nochmal einen Titsch von deinem Körper, vom Schicksal kriegen? Genau, richtig. Nee, gute Frage. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, es wurde ganz kurz eine Infusion gelegt, diese berühmte Kochsalzlösung. Es ging mir gleich ganz, ganz, ganz doll besser. Ja. Bin auch sofort in Richtung Frankfurt gefahren, wo ich also auch gearbeitet habe, von Köln aus, und war am nächsten Tag wieder auf der Matte. Es war alles nur ein Traum, ein Albtraum, kann ja mal passieren, dann war es nicht gut, ich habe was Falsches gegessen, die Sonne, ich war ausgedörrt, irgendwas redet man sich ein. Genau. Und dann dauerte es 2 Tage. Ist mir dann während der Arbeit im Unternehmen selbst passiert, ganz allein in meinem Büro, dass ich also gemerkt habe, es fängt schon wieder an, mir wurde heiß-kalt und dieses Bilderlaufen fing wieder an von Augen, ich bin dann gerade noch auf die Toilette geflüchtet. Du musst es wieder erbrechen. Richtig, ich habe es gerade noch geschafft und dann ist man fast nicht mehr in der Lage aufzustehen, also das ist fast wie eine Lähmung, die dann eintritt. Ja. Und das ist dann so oft passiert, also es wurde die Abstände wurden immer kürzer, das ist dann einmal am Tag, zweimal am Tag passiert. Ach, das ist ja wirklich, teilweise das ist ja verrückt. Im Business-Stress auf der Straße und die Leute denken natürlich in dem Moment, man talkt von einer Seite zur anderen, schon am frühen Morgen. Jetzt muss ich mal fragen, wie viel Mal hast du dich oder musstest du dich übergeben, bis du es kapiert hast? Unzählige Male. Unzählige Male. Das heißt, das zog sich über mehrere Monate hin. Genau. Ja. Also ich konnte mich teilweise, wenn es zu Hause passiert ist, wirklich nur noch sofort raumdunkeln, ins Bett verziehen. Ich habe dann teilweise, so witzig wie das jetzt klingt, eine Mütze aufgesetzt, weil ich dachte, mir friert der Kopf ein. Mhm. Also es war so eiskalt und hat so wehgetan. Mhm. Bin ich natürlich, wie gesagt, alle Krankenhäuser und Ärzte, alle organische Befunde negativ. Hat denn kein Arzt mal diese schlaue Frage gestellt, sind Sie eigentlich überlastet, Herr so und so? Ich
glaube, also da würde ich denen jetzt Unrecht tun, wenn ich sagen würde, nein, sie haben bestimmt die Frage irgendwo gestellt. Aber die Frage ist bei mir im Prinzip schon von vornherein immer mit Nein beantwortet worden. Verstehe. Was ist denn dann passiert, dass bei dir der Schalter umgelegt wurde, dass du es verstanden hast? Ja, also ich bin eigentlich mehr in die Richtung gegangen, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, es muss jetzt mal jemand wirklich in den Schädel reingucken, da muss irgendwas nicht stimmen, das ist ein Tumor oder irgendwas. Mhm. Bin ich auch familiär etwas vorbelastet. Das scheint aber trotzdem an mir vorbeizugehen. Das heißt also, meine Mutter ist auch an Krebs gestorben. Mein Vater hat es dann Richtung Darm irgendwann erwischt. Der ist aber jetzt auch noch da, Gott sei Dank. Mhm. Und auch Schwester erkrankt und so weiter. Ich dachte, also das ist jetzt einfach die Zeit, das ist mein Alter, das kommt jetzt. Ja. Ich habe mich auch schon versucht, damit abzufinden. Dann hat mir aber, wie gesagt, ein guter Freund jemanden empfohlen. Ich sage jetzt mal mit aller Ehrfurcht und allem Respekt, ein älterer Herr. Mhm. Als Therapeut, mhm. den ich aber auch kenne von Kindesbeinen an. Ein Psychotherapeuten. Psychotherapeut, mhm. ja. Ich sage jetzt mal in meiner Sprache auch so Verhaltenstherapeut. Ja, ja. Und gleich ganz wichtig, das war mir auch so wichtig gestern, dass wirklich, es ist ein schwerer Schritt, ja. weil man sich selber sagt, ich bin noch voll im Leben drin, ich muss das doch selber machen können. Ach so, das heißt, durch die Gespräche mit diesem Psychotherapeuten ist es dir klar geworden, was es ist. Richtig, und er hat ein ganz, ganz einfaches Beispiel dafür genommen. Ich übernehme das jetzt einfach mal. Mhm. Ein bisschen abgewandelt, ein bisschen verkürzt. Und ich will nicht sagen, man soll alles da reinstecken, aber letzten Endes ist das, was vielen passiert. Also er erzählte mir einfach von einem Parallelbeispiel, Patienten ohne Namen, also seine Mandanten sind einfach nur Beispiele, dass er gesagt hat, es gab einen Herrn auch mit Familie, im Business sehr erfolgreich, an der Spitze stehend, der wirklich alles hatte, keinen Stress, gesund gelebt und so weiter, keine Alkohol, keine Drogen, nicht mal rauchen, gar nichts. Und ist dann auf dem Tennisplatz zusammengebrochen. Schlagartig. Mhm. Jeder hat sofort gedacht, Herzinfarkt, alle Symptome dafür. Mhm. Im Krankenhaus hat man festgestellt, das nennt man so eine Art Scheininfarkt. Mhm. Also mhm. wieder aus dem Krankenhaus entlassen, alles wunderbar. Ja. 2 Monate später das gleiche wieder. Ja. Und immer öfter, sodass man also quasi gar nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen ja. kann oder auch Angst hat. Wie lange hat denn der Mann gebraucht, um dich zu überzeugen, dass du sagst, ja, es liegt daran? Relativ schnell. Relativ schnell. Was hast du dann, welche Konsequenzen hast du dann daraus gezogen? Ja, ich habe gesagt, was ist das? Das sind Schwindelgefühle, die ich dann empfinde. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, was passiert da. Und er hat gesagt, das ist relativ einfach darzustellen. Und das muss ich vorstellen, man sitzt in einem großen Kreuzfahrtschiff. Hm. Nee, ich meine, welche Konsequenzen aus deinem Leben hast du gezogen? Hast du deinen Job an den Nagel gehängt? Ja, das wäre jetzt nur zustimmen, wenn ich jetzt nur sagen würde, ich hätte aktiv an Nagel gehängt. Also es war eine Seite auf Gegenseitigkeit. Ich war dann auch relativ oft ausgefallen. Also wahrscheinlich oft 3-4 Wochen am Stück. Ich habe da auch ganz offen gesagt, dass ich mich jetzt erstmal drum kümmern muss. Ich muss einfach rausfinden, was da los ist. Und da verging noch mal eine gewisse Zeitphase und dann warst du raus aus dem Beruf. Aber die Anfälle, wie ich es immer genannt habe, die kamen immer noch sporadisch. Das hat mir der Therapeut aber auch gesagt. Das ja. geht nicht von heute auf morgen weg. Wenn ich jetzt im Nachhinein eben noch mal ein bisschen rechne, befinden wir uns jetzt so im Jahr 94. Kommt das hin? Nee, 98 hat die angefangen mit diesem Job. Genau, ja, ich habe mich jetzt verrechnet, Entschuldigung. Also war das jetzt 2003, so meinte ich es auch, ja, genau. Was machst du jetzt seit dieser Zeit? Ja, ans Ende gesprungen ist es so, ich habe einfach festgestellt, ich muss gerade mal dieses einfache Beispiel bringen, von da aus lässt sich alles relativ einfach erklären, auch wie ich mich heute verhalte und was sich geändert hat. Nee, sag mir ganz einfach, was du heute beruflich machst. Heute bin ich im ganz, ganz, ganz konservativen Unternehmen tätig, auch selbstständig. Ja. Also für ein ganz konservatives Unternehmen, ich betone das ganz wörtlich, ja. hat nicht viel mit Klemmer zu tun, ja. Ist aber für mich wie gemacht, also fühle ich mich sehr, sehr wohl. Aber auch wieder ein Managementposten? Nee, würde ich nicht sagen. Nee. Das hat zwar was mit Vertrieb zu tun, aber ich spiele mich auch nicht mehr in den Vordergrund. Ich komme auch heute mit den Kunden, auch mit den Geschäftsfreunden besser klar. Also es läuft alles viel ruhiger für dich? Wesentlich ruhiger. Würdest du sagen, dass du dich jetzt in deiner Arbeit richtig wohlfühlst? Das kann nicht 100% bestätigen. Ja, das ist doch eine Aussage, Christoph. Und auch eine neue Beziehung dazugekommen. Das können nicht viele Leute sagen, glaube ich. Richtig. Das würde dir nicht nochmal passieren wahrscheinlich, ne, wenn man sowas durchgemacht hat. Ja, ich muss vorsichtig sein. Ich habe also festgestellt, nach der Devise, die also auch mein Therapeut ausgegeben hat, ja. sagt ja grundsätzlich nicht, was man tun und lassen soll, sondern er hilft einem nur dabei, sich bestimmte Dinge anzusehen, auch die Sachen, die man nicht sehen will, aus der Vergangenheit. Das heißt einfach, ich habe mich im Prinzip in etwas reingezwungen, was nicht echt war. Mhm. Und mir fällt es eigentlich immer sehr schwer, nicht echt zu sein. Das heißt, der Körper reagiert darauf. Mhm. Und das Wichtigste ist noch, eigentlich, und das klingt jetzt sehr paradox, muss man dankbar dafür sein. Das war auch immer seine Rede, am Anfang habe ich es nicht verstanden. Mhm. Sagt er, sei dankbar, dass dir das passiert. Ja, klar. Wenn andere Leute wirklich enden mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Ja, das glaube ich auch. Da muss man auch dankbar sein, weil du hattest nochmal die Chance, etwas zu verändern. Wenn man wirklich mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall da liegt, dann ist es dann meistens leider
traurigerweise zu spät. Ist halt sozusagen die eindeutige Warnung, die man bekommt. Mhm. Und da muss man auch drauf reagieren. Mir ist so wichtig, dass wirklich, wer auch immer da noch zuhört oder wer auch immer dabei ist und ähnliche Probleme hat oder vielleicht auch so ein bisschen die Angst als Mensch, der mit beiden meinem Leben steht, wenn ich erst mal beim Therapeuten war. Ja. Wie sieht das aus? Wie kommen die Kollegen drauf? Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ja. Ja, es ist weder unnormal, noch fühlt man sich irgendwie merkwürdig. Ja. Hat auch nichts mit Hirnwäsche zu tun. Ja. Es ist was extrem Wohltuendes. Und das kommt immer sehr gut und glaubwürdig von jemandem, der das selbst erlebt hat. Kann ich wirklich nur bestätigen. Deshalb bedanke ich mich sehr, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast und wünsche dir natürlich, dass nie wieder sowas passiert und dass du dich weiter so wohl fühlst in deinem Job wie momentan. Ja. Alles Gute auch. Und alles Liebe von Herzen. Bis auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und weiter geht es mit der Petra. Petra ist 44. Guten Morgen, Petra. Hallo? Ja. Hallo, Domian. Ja, hallo, Petra. Petra. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich sag mal, primär geht's darum, dass ich Angst habe vor dem Sterben, weil ich habe Leberzirrhose zweiten Grades und es geht mir damit nicht wirklich gut. Erklär das mir als Laien mal, okay. Leberzirrhose zweiten Grades, wie gefährlich ist das? Dritten Grades ist also das Ende. Mhm. Und zweiten Grades heißt, dass also die Leber schon ein Stück weit ihre Funktion aufgibt. Und das merke ich auch daran, dass ich zum Beispiel ganz starke Gerinnungsstörungen habe und deswegen auch Schlaganfall gefährdet bin. Ja. Ja, ja. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ich weiß es, also es ist erst diagnostiziert worden seit letztes Jahr, das war im April, ja. Ja. Und, ja. Hast du, ich bin so ein bisschen verwundert, du bist 44 Jahre alt, Leberzirrhose. Hast du irgendwie mal mit Alkohol Probleme gehabt? Ja. Hast du? Das heißt, ich habe als Kind habe ich also schon sehr, sehr schlechte Leberwerte gehabt und dann kam eigentlich so eins zum anderen, so, ich sag mal, Missbrauch, sexueller Missbrauch und dann ging es weiter mit Magersucht, dann ging es weiter mit Bulimie, dann ging es weiter mit Depressionen und ja, dann habe ich wirklich getrunken. Ja. Nicht viel, nein, aber mein Leber hat es halt nicht wirklich gut ausgehalten. Ja. Und du hast dann ja offensichtlich, wie du es gerade gesagt hast, von Geburt an eine Disposition für eine Lebererkrankung. Richtig. Kann man so sagen. Mhm. Ja. Ja. Kann man denn therapeutisch nichts Gravierendes machen mehr? Man kann dann nichts machen, nein. Wie könnte man die Leber transplantieren? Ja, dazu muss ich sagen, dann dürfte ich jetzt überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinken. Gut, aber du trinkst Alkohol noch? Hin und wieder, ja. Obwohl du so schwer krank bist? Ja. Warum? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich mir irgendwas Gutes tun will, weil es mir ansonsten einfach auch ziemlich schlecht geht und weil ich auch ziemlich einsam bin. Ja. Wie oft passiert das denn, dass du Alkohol trinkst? Also, das ist nicht viel. Also, ich sag mal, wenn ich in der Woche wirklich mal zwei Flaschen Bier oder so trinke, dann ist das viel. Mhm. Das ist wiederum aber... Das darf ich nicht. Jetzt, das ist natürlich für jemanden, der so erkrankt ist, schon sehr viel, obgleich es eigentlich nicht viel ist für einen Gesunden. Also, ich bin auch schon in Hannover gewesen. Da ist ja dieses Transplantationszentrum an der MH und ich darf also ein halbes Jahr überhaupt nichts getrunken haben und dann komme ich erst auf die Spenderliste. Mhm. Und das kriege ich im Moment nicht wirklich hin. Das heißt, du verhinderst quasi selbst, dass du eventuell gerettet werden könntest. Ja. Ja. Ne, wenn man das so ausdrückt. Du bist sehr einsam, sagst du? Ja, also ich ja, wie soll ich das sagen? Also ich habe ich war verheiratet, bin zufrieden mittlerweile und ich habe zwei Kinder. Ach, du hast zwei Kinder sogar? Ja. Wie alt sind die? 10 und 13. Ja. Aber weil ich habe auch eine psychogene Gangstörung, das heißt, ich kann nur noch mit so einem Gehwagen laufen. Mhm. Und deswegen, ich kann die Kinder nicht wirklich versorgen. Die sind also wo leben die Kinder? Bei meinem Ex-Mann. Bei dem Ex-Mann. Wieso musst du so einen Gehwagen? Hat das auch mit der Lebererkrankung nichts zu tun? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist eine andere Erkrankung. Gehen heißt das. Und das hängt wohl damit zusammen. Ich habe eine Kopfoperation gehabt. Mhm. Und also ist schon eine sehr schwer kranke Frau. Das kann man schon so sagen. Ja, das will ich aber nicht wahrhaben. Das willst du nicht wahrhaben? Nein, das will ich nicht. Warum nicht?
Ich möchte gerne wieder gesund sein und ich möchte wieder arbeiten gehen. Was tust du dafür, dass du wieder gesund wirst? Ich versuche jetzt, also ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bin ich auf Zeit berentet, ne? Mhm. Und ich versuche jetzt einfach wieder, ich wohne in Bielefeld, ist ja auch egal, wenn das jemand weiß. Mhm. Und in Bethel kann man also, das ist eine Einrichtung für psychisch Behinderte, mhm, dass man also da so wieder, ja, also es heißt Wiedereingliederung in den Beruf, mhm, dass ich also sowas erstmal mache und dann arbeite ich jetzt ehrenamtlich im Hospiz, weil das hat natürlich auch mit mir zu tun, dass ich, mhm, denke. Das heißt im Hospiz? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tod. Ja. Aber ich möchte gerne wieder arbeiten. Ich bin eigentlich Lehrerin. Du bist Lehrerin? Ja. Grundschule, Sekundarstufe 2? Beide, Sekundarstufe 1 und 2. Für was? Englisch, Pädagogik und Psychologie. Und Psychologie? Ja. Also eine tolle und lange Ausbildung hast du hinter dir? Richtig, ja. Und hast gerade was ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Ich will leben. Ja. Hat mich, muss ich dir sagen, gerade in dem Moment richtig erstaunt, weil ich dachte, so wie du vorher gesprochen hattest, dass du keinen Lebenswillen mehr hast. Aber du hast gesagt, ich will leben. Ich kann auch meine Kinder auch nicht alleine. Mhm. So. Aber ich weiß nicht, wie man das macht, wie man lebt. Das weiß ich nicht. Das habe ich völlig verlernt. Und deswegen bin ich also da ziemlich ratlos. Ich weiß nicht, wie man das macht, wie man lebt. Nein, ich weiß nicht, wie man lebt, ja. Ich meine, dazu gehört auch zum Beispiel, dass man sich was Gutes tut und dass man irgendwas genießen kann. Das stimmt. Das kann ich aber alles doch nicht. Ja, aber du drehst dir die Welt auch seltsam zurecht. Du sagst, du tust dir Gutes, indem du Alkohol trinkst, aber du schadest dir kolossal damit. Natürlich, und, ja. Und verhältst dich wieder deinen Wunsch, nämlich zu leben, und beschleunigst eigentlich dadurch dein Sterben. Das ist ja absurd. Ja. Sicher könntest du dir ganz andere Dinge Gutes tun, als mhm, eine Flasche Bier trinken. Ja, das stimmt. Mhm. Mensch, wenn du Psychologie studiert hast, Petra, da muss ich dir eigentlich überhaupt gar nichts sagen. Das natürlich, wenn du so angeschlagen bist, und du bist angeschlagen, das höre ich. Ja. Also ich höre es, und aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, ist das ja auch klar. Mhm. Brauchtest du eine, um diese ganzen körperlichen Geschichten einigermaßen zu lenken, brauchtest du ja eine ordentliche seelische Unterstützung für dein Leben. Eine Hand, die dich ein bisschen hält und führt. Ja, habe ich doch. Ich habe aufgrund meiner gesundheitlichen Einschränkungen habe ich Pflegestufe 1. Mhm. Ich werde also betreut von einem Pflegedienst morgens und abends, so dass ich also nicht ganz allein bin. Ja, der Pflegedienst macht gute Arbeit, aber das sind ja keine ausgebildeten Psychologen. Ich meine, es ist ja viel gravierender. Ich meine, dass du einen richtig guten Therapeuten brauchst. Ja. Der dich seelisch stabilisiert, damit du diesen Weg gehen kannst, vielleicht hin zu einer Transplantation. Ja. Soweit ich das jetzt verstanden habe, wäre das die einzige wirkliche Lebensrettung für dich. Ist das so? Das ist so, ja. Mhm. Dann musst du alles, was in deiner Macht steht, daran setzen, dass du da auf diese Liste kommst. Aber die andere Seite ist, man braucht mir doch auch nur die Angst, davor zu nehmen, zu sterben. Dann geht's doch auch. Ja, aber du willst doch das Leben und du willst deine Kinder. Ja. Das will ich das, ja. Das ist sehr ambivalent, ja. Ja, ich mag schon. Das ist ambivalent. Ja. Aber ich habe selbst keine Kinder. Ja. Aber ich erahne das so, wenn ich das im Freundeskreis sehe, dass das, wenn es eine Motivation gibt zum Leben, dann ist es die Liebe und das sind Kinder. Und du hast Kinder. Die sind das große Geschenk, was ich jemals bekommen habe, ja. Und vielleicht sollte man alles machen, alles, was nur irgend möglich ist, um es versucht zu haben. Wenn man irgendwann gescheitert ist. Ja. Und man kann aber sagen, ich habe es versucht. Ich glaube, dass man dann eher seinen Frieden mit sich selbst schließen kann, als wenn man dann sagt, ich habe nicht alles probiert. Ja, das verstehe ich, ja, das stimmt. Mhm.
Ich meine, du hast ja immerhin hier bei mir angerufen. Das ist ja auch finde ich, auch schon beachtlich für jemanden, der in so einer Lage ist, jetzt, wie du es von dir aus geschildert hast. Das heißt, du suchst ja ein Gespräch. Ja, das tue ich, ja. Und dir war ja auch klar, dass ich nicht sagen würde, ja, jetzt setz alles daran, dass du so schnell wie möglich stirbst. Ja, natürlich, ich suche alle Hilfe, ja, das stimmt schon. Weißt du, Petra, ich finde eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Hospiz ganz, ganz toll. Ich habe höchsten Respekt vor allen Leuten, die das tun. Ja. So. Aber ich weiß nicht, ob es in deiner Situation im Moment so gut ist. Weißt du, was ich damit gerne möchte? Also erstmal, ich denke, ich bin jemand, der wirklich sehr viel geben kann. Mhm. Und ich würde mir einfach wünschen, jemanden zu begleiten, der, ich sag mal, in Frieden von dieser Welt geht und dann auch für mich zu wissen, ich kann irgendwann in Frieden gehen. Ja. Aber ich meine, es gibt natürlich auch andere Leute, die also wirklich kämpfen bis zum Schluss und nicht sterben wollen. Weißt du, warum ich das gerade... Das ist nicht gut für mich, ne? Ja, genau. Das finde ich alles sehr toll und sehr respektabel. Ich kann auch verstehen, dass du dich dadurch mit dem Tod auseinandersetzen möchtest. Ja. Das ist auch verständlich. Aber irgendwas in mir sagt, du sollst dich mehr mit dem Leben auseinandersetzen. Und wenn du einen Schritt weiter bist oder mehrere Schritte weiter bist für dich und in deinem Leben mehr Stabilität gefunden hast, dann kannst du das wieder machen. Ich habe Sorge, dass dir zu viel Energie abgesaugt wird bei dieser Tätigkeit, die du für dich brauchst, um für dein, dass du lebst. Mhm. Ja, da magst du recht haben, ja. Es hängt wirklich an diesen Flaschen Bier, ne? Mit der Transplantationsliste. Ja, klar. Wann hast du die letzte Flasche Bier getrunken? Oh, das war letztes Wochenende. Und 3 Monate, sagst du? Nee, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja. Dann müssen wir eigentlich jetzt gerade zusammen eine Entscheidung fällen. Sollen wir das machen? Ja, das würde ich sehr gerne machen. Das nämlich erstmal, sag du es. Okay. Also, auf was einigen wir uns jetzt? Okay. Ich kann ja versuchen, das noch weiter zu reduzieren. Nein, nix hier versuchen weiter zu reduzieren. Alles klar, also gar nichts meinst du? So. Alles klar, verstanden. Das war für lange Zeit oder für immer die letzte Flasche Bier, die letzte. Okay. Jetzt vor ein paar Tagen. Hast du noch welche in der Wohnung? Nein, habe ich nicht. Also, das ist auch mit meinem Suchtberater. Den habe ich also hier in Bielefeld. Ach, du hast einen Suchtberater? Ja, im Gesundheitsamt, ja. Und nein, das ist also die Regel, dass ich überhaupt keine Vorräte im Haus habe. Mhm. Nein, habe ich auch nicht. Nein, ich habe also nichts hier. So. Ja. Das ist, glaube ich, ist jetzt erstmal so eine Entscheidung für dich, aber ich glaube, dann dazu brauchst du jetzt wirklich richtig ordentliche, schnelle, professionelle Unterstützung für dein Leben. Ja. Das glaube ich. Okay, Domian. Und ich sag dir jetzt noch ich habe ja immer oft so ein Empfinden, wenn ich mit Leuten rede. Manchmal sage ich das, manchmal sage ich es nicht. Ja. Ich habe ich finde dich eine sehr nette Frau. Oh. Ja, finde ich. Und ich finde, dass du irgendwie so viel noch für mich ausstrahlst, dass du den Schritt ins Leben gehen musst. Es gibt Menschen, mit denen ich spreche, wo ich spüre, das geht nicht mehr. Die sind, da ist so viel geschehen, das geht nicht mehr. Ja. Aber bei dir geht es noch. Du bist vielleicht ganz, ganz haarscharf jetzt an einem Scheideweg. Und jetzt hast du noch die Chance. Okay. Aber da musst du es tun. Ja, und dann danke ich dir fürs Zuhören. So, und jetzt... Okay. Darf dich noch meine Psychologin anrufen, okay? Ja, okay. Das wäre mir sehr wichtig. Danke. Liebe Petra, alles Gute. Ja, danke dir auch. Tschüss. Hier ist Gabi. Gabi ist 32. Guten Morgen. Hallo, guten Hallo, Morgen. Gabi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe seit über 2 Jahren einen Stalker. Ui, seit 2 Jahren? Über 2 Jahren. Seit über 2 Jahren. Also ein Mensch, der dich permanent belästigt. Richtig. Wie belästigt er dich? Mit Telefonterror. Der fährt mir hinterher, fährt Streife bei mir im Haus. Dann, das ist mein Ex-Freund, mit dem bin ich seit über 2 Jahren auseinander. Mhm. Mit dem habe ich auch 2 Kinder. Mhm. Und am Anfang fand ich das ja noch irgendwo ganz, naja, witzig, nicht wirklich, aber auf diesen Machtkampf wollte ich mich einlassen. Ist das ein Machtkampf?
Ja, mittlerweile bin ich aber sowas von weichgekocht von dem, dass ich da einfach zu müde für bin. Mhm. Also, ja. Der weiß, wann ich aus dem Haus gehe. Zum Beispiel heute wieder eine Situation. Ich habe meinen 9-jährigen Jungen, den habe ich heute hier für eine Stunde alleine gelassen, weil ich einkaufen gehen wollte. Und er ist dann runter zu meiner Nachbarin und ich hatte dann da angerufen gehabt und gefragt, ob alles okay ist. Und dann hat sich das halt ein bisschen hinausgezögert. Und dann kriegte ich sofort SMS. Na, du Hure, bist du wieder bei deinem Neuen? Lässt du dich wieder durch? Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und sowas alles, ne? Also. Jeden Tag. Jeden Tag. Muss der nicht arbeiten? Doch, der ist selbstständig und kann sich das alles schön selber einteilen. Siehst du ihn manchmal auch? Steht er euch direkt gegenüber? Ja. Was sagst du dann? Ich versuche mittlerweile ruhig zu bleiben und versuche immer nett und höflich zu sein. Aber du sprichst doch mit ihm. Wenn er mich anspricht, wenn die Kinder dabei sind. Hm. Wie ist das selten? Wie ist das überhaupt geregelt mit den Kindern? Es sind ja seine Kinder. Das ist durchs Jugendamt. Und das Jugendamt sagt, der ist ein guter Verdiener und ist eigentlich ein guter Papa, weil er sich auch ganz gut verkaufen kann. Mhm. Und er darf seine Kinder regelmäßig sehen, wo ich auch eigentlich gar nichts gegen habe, weil zu den Kindern ist er wirklich lieb. Ne? Also ein Dilemma. Das heißt, ihr seid einander gebunden, schon wegen der Organisation des Kinderaustausches. Mhm. Und andererseits macht er dein Leben, ruiniert er dein Leben. Richtig. Vor allen Dingen, der ist so krank, der hat sich von mir ein Foto ausgedruckt und hat das bei sich im Bett und erzählt mir dann abends, wenn er mich anruft, er ruft ständig nachts an und hört auch nicht auf, bis ich ans Telefon gehe und bis ich eben mit ihm spreche und er sagt vor ein paar Tagen zu mir, warte, ich muss dich mal eben an eine Seite nehmen und ich sag, boah, du bist doch krank. Und er sagt, ja, weiß ich, aber ich kann da nichts dran ändern. Mhm. Und in manchen Situationen habe ich wirklich richtig Angst vor ihm. Hast du dich dann schon irgendwie kundig gemacht mit für Leuten, die sich auskennen in diesem Gebiet? Ja, ich habe ständig die Polizei hier gehabt und die sagten zu mir, das Stalker-Gesetz ist zwar verabschiedet, aber ist noch nicht so in Kraft getreten, dass sie wirklich irgendwas gegen ihn machen könnten. Ist das so? Ist das so? Ich dachte, das wäre schon in Kraft getreten. Nee, also, ist noch nicht. Wann tritt es denn in Kraft? Ich habe keine Ahnung. Die Polizei sagte halt, ich sollte dann ewig meine Telefonnummer ändern und sollte ewig meine Klingel ausstellen, nur ich habe nach über 2 Jahren keine Lust mehr, mich so isolieren zu lassen von ihm. Und du hast der Polizei alle Fakten hingelegt und die sagen, die können nichts machen im Moment? Mhm. Keine einstweilige Verfügung, dass er irgendwie sich nicht nähern darf? Gar nichts? Überhaupt nichts. Der war so frech gewesen, vor 6 Wochen war das letzte Mal die Polizei hier gewesen. Da stand da unten und hat angerufen, hier oben hat gesagt, na, ist dein Freund und Helfer da und kann dir doch nicht helfen? Mhm. So, und ich komme mir mittlerweile richtig verarscht vor von allen Seiten. Also jetzt bin ich hundertprozentig sicher, da wir sehr, sehr, sehr fachkundige Leute im Publikum haben, dass wir da Mails kriegen, wie die Situation ist, wann das Gesetz de facto in Kraft tritt und was du auch jetzt schon machen kannst. Mhm. Ich bin ganz sicher, weil das ist ein großes Thema, da haben sich viele mit beschäftigt und es gibt viele Betroffene. Mhm. Da verspreche ich dir jetzt schon mal, dass wir alle interessanten Sachen rauswählen und dir zukommen lassen, die dir dann hoffentlich sehr weiterhelfen. Mhm. Hast du auch mittlerweile einen neuen Partner? Ich habe Anfang des Jahres habe ich jemanden kennengelernt und den habe ich aber dann auch sofort gesagt, was los ist und der wollte sich drauf einlassen und nach 2 Monaten habe ich dann gedacht, okay, das läuft alles ganz gut und den könnte ich mit nach Hause nehmen, auch schon alleine wegen den Kindern. Das hielt 4 Tage an, als er dann das erste Mal bei mir zu Hause war, dann hat er sich verabschiedet, weil mein lieber Ex-Freund dann auch bei ihm auf der Arbeit aufgekreuzt ist und ihm das Leben zur Hölle gemacht hatte. Was ich im Nachhinein aber auch verstehe, dass er dann gegangen ist. Also dieser Mann zerstört dein Leben. Richtig. Wenn es zu einer großen Anzeige käme und zu heftigen Konsequenzen, gravierenden Konsequenzen, würde das ja bedeuten, vielleicht auch, dass du den Kindern den Vater entziehst. Mhm. Das ist das Problem, in dem du da steckst. Richtig. Und du wiederum möchtest, was ja auch richtig ist, dass die Kinder ihren Vater haben. Genau. Ja. Nee. Vor allen Dingen, der ist ja auch so intelligent, wenn er mir so SMS schreibt, das macht er von örtlichen Telefonen, von seinem Handy aus. So, Gabi, die Sendung ist jetzt gleich rum. Mhm. Das Angebot steht, ich bin sicher, wir kriegen viele gute Ratschläge von unseren Zuschauern und Zuhörern. Okay. Das sammeln wir und schicken dir. Wunderbar. Ich kann dir aber auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Vielleicht habt ihr noch gemeinsam ein paar andere Ideen und du kannst noch das eine oder andere mit ihr sprechen. Mhm. Ja? Dann legst du bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, alles klar. Alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss. Dir auch. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Es ist 2 Uhr, Washington. Die Uhr.